Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 50 von Oxygen Not Included. Ja, wir waren letztes Mal hier unterwegs, um die Pufflets hier weiter zu locken. Haben hier schon so einen Bleichsteinköder, Flugtierköder gemacht, aber der hat es wohl auch nicht gebracht. Wir müssten jetzt hier wieder diese Tür mal aufmachen, damit der vielleicht doch da durchhuschen kann. Machen wir alles nach dem Intro weiter. Gucken wir mal, ne, wie es weitergeht. Bis gleich. So, der Mordrak hatte dann auch geschrieben, dass er erfolgreich so einen Köder eingesetzt hat. Ich weiß jetzt zwar nicht womit, aber der Puff hat wohl den Köder dann gefressen, aber mehr auch nicht, wusste jetzt auch nicht. Also ich bin der Meinung, dass man die dann hier so rüberlocken kann und dann kann ich die Tür zumachen. Das ist das einzigste Ergebnis, was ich da sehe, was dann der Erfolg an diesem Köder ist. Mehr weiß ich auch nicht. Ich hätte die gerne hier, weil ich glaube, dass die hier... ja, wenn die zufrieden sind, also schlecht produzieren, dann schmeißen die doch meines Erachtens Schleim raus, ne? Ausscheidung ist Schleim und den will ich dann im Endeffekt mit ganz vielen Puffs haben, um hier wiederum Algen rauszumachen. Dann habe ich da meine Produktion auf jeden Fall erledigt und die schmutzige Luft filtern sie mir auch raus, also das ist mein Ziel. So, jetzt macht er da auf, das ist schon mal gut. Jetzt wäre es schön, wenn einer da durchgeht natürlich, ne? Aber der guckt zwar nur doof, aber mehr auch nicht, ne? Warte mal, wir müssten dann vielleicht auch den Alarm mal hier höchste Priorität dann anklicken, wenn er da durch ist vielleicht, ne? Kann das sein? Aber nur, wenn er durch ist und das ist er noch nicht. Jetzt ist er direkt vor der Tür, ne? Nächster Schritt da durch wäre cool. Und jetzt Alarm. Gelber Alarm und mach die Tür bitte sofort zu, ey. Jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er drinne. Wenn dann einer die Tür zumacht. Und? Ist geklappt. Okay, der Alarm kann zu. Kann aus. Prio geht erstmal wieder auf 9, Tür auf und zu machen, ist dann passend. So, jetzt haben wir einen da mehr drin. Jetzt sind es schon 4 hier drin. Jetzt müssten wir den da noch hochlocken. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was der Mordrak geschrieben hat, welches Zeug er genutzt hat, damit er da hinkommt. Also das Bleichstein wird es nicht sein, weil das ist ja, liegt ja immer noch da. Das heißt, wir müssten mal gucken, dass wir ein anderes nehmen. Und ich würde jetzt das Phosphorid mal favorisieren und den dahin bauen. Vielleicht wird er davon ja angelockt. Ich weiß es aber nicht, ob das hier Sinn macht, ob die dann zum Beispiel das riechen oder sowas, weiß ich nicht. Phosphorit ist schon mal da, ne? Nur das Teil ist noch nicht gebaut. So, weiter schauen wir mal. Hier wird gerade ein Pufflet gemacht. Ja, sehr schön. Pufft. Pufft. Pufflet ist ja hier er hier. So, jetzt ist er wieder schick und zufrieden, ne? Haben wir doch kontinuierlich. Ach, wir haben keine Pufflet-Eier dafür wahrscheinlich da, dass das klappt, ne? So, wir müssten aber auch definitiv gucken, dass wir weiterkommen mit der ganzen anderen Geschichte. Wie sieht's denn mit unserem Sauerstoff erstmal hier aus? Naja, nicht so dolle, ne? Hier oben geht's noch einigermaßen. Hier rechts ist natürlich top, aber... Ja. Da ist... Da gehst du mit Atemmaske hin, da ist der Sauerstoff top. Wo glaubst du, ist das denn so richtig? Was passiert denn hier mit dem Lüftungs-Overlay? Also die schlechte Luft kommt da ja rein, aber irgendwie kommt die schlechte Luft da ja nicht rein. Hier ist ein Filter, das ist auch klar. Wo kommt denn die saubere Luft hierher? Ist für mich jetzt gerade nicht erklärlich, ne? Holz haben wir ja schon und da nochmal Holz. Das wächst auch, okay. Verschmutzte Erde, die müssen wir dann Kompostierer haben, ne? Ja, hier ist auch noch nicht weitergebaut. Hier haben wir gar nichts an. Gut, das passt schon mal.
Hier, den kann keiner bereits untersucht, steht da. Okay. Steht auch auf Abriss. Aber wir haben wohl keinen, der das kann, wa? Hier läuft's alles. Hier ist immer noch zu kalt oder zu warm wahrscheinlich. 40,3 und die Pflanzentemperatur, ja, 0 bis 40. Wir haben 40,3. Nur super. Keuchwurzel müssten wir haben. Die war hier oben zu kriegen vielleicht, ne? Da ist eine. Graupelweizen. Ne, das ist nicht das Richtige. Oder? Baut denn hier einer weiter? Ne, ne? Hm. Was denn hier? Chlorgas. Wenn wir das aufmachen, haben wir ein ganzes Chlor hier drin. Das ist also nicht gut. Wie kriegen wir den hier bewegt? Auch eine gute Frage, ne? Ah, der mit dem Phosphoritköder ist jetzt da. Er fliegt hier nur durch die Gegend. Steht hier aber auch nicht, was der jetzt ist, ne? Verschmutzter Sauerstoff ist die Ernährung, ne? Ja, er ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, das mag er auch nicht, ne? Wir müssten gucken, dass wir den da hochkriegen dann. Aber wie? Ich weiß nicht, was wir mit dieser Rutschestange hier machen. Irgendwann ist er sogar vielleicht unten, ne? Nein, da geht er nicht hin. Das geht da nicht hin. Vielleicht machen wir hier mal gerade zu. Ne, das wäre blöd, der soll ja darum. Also können wir es nur so lassen, wie es ist. Ist gerade nicht so praktikabel. Ah, hier, ne, da doch nicht. Ich dachte, hier wäre weitergebaut worden. Ist aber gar nicht. Prioritäten sind da auf 5. Ich würde jetzt gerne hier mal gerade die 6 anbringen. Damit wir da vielleicht weiter vorankommen, um da oben was hinzukriegen. Mit dem Eis-Biom. Wie sieht es mit Essen aus? 28. Wie sieht es mit unseren Wohnräumen aus? Die sehen hier erstmal ganz gut aus. Wir haben 8 Kameraden, haben aber hier nur 6. Warte mal, das kann ja dann mal einer abbauen, ne? Und das auch, weil oben sind ja noch 2 Betten, ne? So, jetzt müssten wir mal schauen, dass wir hier vielleicht... Wieso ist das hier und das da? Haben wir das schon so gebaut, dass das... Wie ist das denn hier mit der Temperatur? Ist schon zu warm langsam hier. Obwohl, ich glaube, Mordrak hatte geschrieben, dass Temperatur jetzt nicht so die Schwierigkeit hier sein soll, ne? Vielleicht müssen wir da mal eine Tür machen. Das kann hier mit, ja. Vielleicht sollten wir dieses hier irgendwo so mal machen. Ich glaube, wir, vielleicht sollten wir hier eine automatische Schleuse machen. Und zwar da eine und da eine. Und dann machen wir hier doch zu. Oder vielleicht hier doch den Weg hier so lang machen, oder? Oder ganz anders. Ich weiß noch nicht. Reiß diese Nummer ab da, die Schleuse. Und wir bauen die dann doch da unten hin. Hier hin. Und... Grab das hier mal so weg. Und dann würde ich die Treppe hier so lang bauen wollen. Damit die nach oben doch abgeschottet ist, die ganze Geschichte, oder? Irgendwann kommt das Chlorgas sonst runter, ne?
So, Treppe würde ich dann hier hoch machen. Das passt. Die können nach da, kann nach da. Grab das mal hier aus. Und mach da erstmal Ziegel hoch. Und da würde ich das auch erstmal so machen. Dass hier so ein Raum ist, wo die rumgehen können, ne? Warte, dann machen wir hier aber noch mehr Schleusen hin. Da noch eine und da noch eine. Obwohl das auch wieder vielleicht nicht sein muss. Mach's erst weg. Okay, da wird dann gebaut. Wenn das hier fertig wird. Ja, wir müssen gucken. Irgendwo ist das Ding angegangen. Schauen wir mal, was es für uns gibt, ne? Wähle eine Blaupause. Oxalit, 100 Kilo oder 3 Filzpakete oder 2 Dupes. Miep und Ada. Kochkunst, Nahrungsmoralbonus erhöht. Schnarcht laut, will ich nicht. Schnarcht laut, will ich nicht. Also Heilpillen. Oxalit wäre natürlich jetzt gerade. Wir haben 63 Kilo und 100. Vielleicht nehmen wir doch das Oxalit. Wir haben ein Sauerstoffproblem noch, ne? Und wenn das jetzt hier liegt, dann löst sich das da doch auf, oder nicht? Das müsste man ja jetzt hier sehen können, oder? Lass die 100 Kilo mal da ruhig liegen, dann verteilen die sich hier besser. Ist vielleicht eine gute Idee, oder? Ich hoffe, hier ist nichts drin. Weil sonst haben wir Spiegelei davor liegen, ne? Warte mal, der ist ja da drinnen. Dann machen wir die Tür auf. Mach die Prio auch mal hoch, dass der da raus kann. Und hier muss auf jeden Fall noch eine Tür hin. Damit er da nicht rein kann. Und die Prio setzen wir hier auf 7. Wie weit sind wir hier? Ah, doch ein Stück höher. Ja, wir können jetzt hier weiter hoch. Auch noch, ne? Holen mal hier den Leiter. Zwei können wir noch. Und es wird ja schön gearbeitet. Aber da ist kein Sauerstoff, okay? Das würde bedeuten, wir graben mal hier gerade so eine Ausbuchtung hin und stellen dort so ein Algenterrarium hin. Dann passt das schon. Da ist die Tür zum Glück da. Er ist aber schon wieder runter. Na super. Das hat uns jetzt nicht weitergeholfen, ne? Ja, machen wir mal so, sonst klappt das nachher alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und das graben wir hier mal weg. Okay, Forschung abgeschlossen. Das ist aber schon länger her, oder? Ja, die haben Sauerstoffprobleme da oben, ist klar. Aber hier geht es auf jeden Fall noch schön hoch und wir haben hier auf jeden Fall kaltes Gebiet, ne? Da ist eine Keuchwurz. Körpertemperatur. Dekoration 50, Gas 250. Was brauchten die? Phosphorit braucht die nur gedüngt und dann geht die, okay. Freizeit ist angesagt. Und zureichende Sauerstoffproduktion, ja, die haben wir schon länger.
Jetzt müsste man hier gucken, wie man hier weiter vorangeht. Das ist alles eins nach da verrutscht dann, ne? Dann machen wir mal hier ein Bett hin. Was derzeit dann da steht. Machen da Mauerwerk hin. Und eine Tür dahin. Dann passt das erstmal soweit. Dann brauchen wir dort eine medizinische Geschichte, nämlich das Waschbecken. Das kommt dahin. Dann brauchen wir noch eine Toilette. Dafür brauchen wir Sanitär. Und eine Dusche kommt da noch rein. Und dann machen wir da die nächste Dusche auch gleich neben. Die Toilette kommt dahin. Dann kommt das Waschbecken dahin. Das war Medizin. Dann kommt Mauerwerk. Und hier machen wir auch Mauerwerk, aber nur zwei, weil die da momentan noch durchlaufen müssen, oder? Ne, müssen sie gar nicht. Die können ja hier durchlaufen. Das heißt, das kann eigentlich zu. So, da haben wir es. Dann kommt da ein Möbel hin, das Bett nämlich. Und ich glaube, jetzt haben wir es dann soweit, dass das hier auch passt. Der muss weg. Und dann muss da noch ein... Wo ist denn Ellie, die da jetzt gerade so rumliest? Hier oben, ne? Oder? Ja. Sind denn da irgendwelche Dingens gerade hier? Keime? Nee, ne? Die muss dann irgendwo bei den Keimen gewesen sein. Keine Ahnung wo. Aber ich sehe hier keinen Blütenstaub, die, wofür die niest. Okay, wir haben ja ganze Stadt zwei Zimmer neu gemacht, damit wir hier die Betten auch loswerden. Die anderen sind jetzt hoffentlich bezogen. Ja, das sieht so aus, dass da auch einer drin wohnt. Stinky nämlich, der macht aber gerade Nachtschicht. Wir können jetzt hier gerade noch gucken, dass wir definitiv diese zwei Punkte noch vergeben. Dekorieren wäre angesagt oder bedienen. Ich glaube, wir machen... Was macht Frankie denn normal? Verbessertes Basteln wahrscheinlich, oder? Komm, machen wir da. Und hier mal demolieren, bauen. So, dann gibt es hier den schwarzen Hut dafür. Und Frankie hat hier verbesserte Tragfähigkeit. Warte mal. Elektrotechnik bedienen. Der ist es dann. So, ich glaube, so ist erstmal passend, ne? Hier gibt es, glaube ich, keinen dritten beim Grillen. Verbesserte Landwirtschaft. Viehzucht gäbe es auch. Viehzucht hat kein anderer. Dann können wir das auch so machen hier. Ja, ist auch besser so. Das ist, glaube ich, schon Stufe 3, ne? Das auch. Hier ist nur Stufe 2 vorhanden. Das ist 3. Und hier ist... Ist schon der Sanitärtechniker, ist auch passend. Passt soweit, würde ich sagen. Okay, ich würde aber dann hier erst einen Cut machen wollen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.